Hello Friends and welcome to Los Angeles. Ich bin gestern von Hawaii nach LA geflogen und habe dort Marvin getroffen. Sie, der sich da hinten auf Klo TikToks anguckt. Wir haben uns hier am Flughafen getroffen, zusammen mit Lena und Luca, die zeige ich euch gleich. Und wir werden zusammen einen Roadtrip machen. Es geht von LA nach Las Vegas, von Las Vegas zu den Grand Canyons. Da freue ich mich übertrieben drauf. Das war schon immer ein großer Traum von mir, da mal hinzureisen. Und dann von den Grand Canyons nach San Diego und von San Diego wieder nach LA. Also es wird ein kurzer Roadtrip, denn wir müssen am 18. wieder in LA sein. Denn dann kommen Zinja und Carina auch nach LA. Und dann werden wir alle zusammen nach Palm Springs fahren, denn wir werden aufs Coachella gehen. Ich freue mich übertrieben. Nach dem Coachella wird dann Marvin zurückfliegen nach Deutschland und ich bleibe mit meinen Girls noch einen ganzen Monat länger in LA. Ich werde nämlich zur Schauspielschule gehen. Eigentlich wollten wir heute am Santa Monica und Venice Beach spazieren gehen, weil unser Hotel direkt hier dran ist. Aber das Wetter ist nicht ganz so nice. Vielleicht wird es aber noch. Aber wir gucken jetzt mal spontan, was wir machen. Vielleicht gehen wir auch in eine Mall oder so. So, Reisegruppe ist vollständig. Wir haben ja immer Luca, Lena, Marvin und meine Wenigkeit. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Santa Monica Pier. Ist direkt hier bei unserem Hotel und jetzt ist doch die Sonne rausgekommen. Gutes Wetter. Bin gespannt. Ich war das letzte Mal hier vor 4 Jahren, glaube ich. Bin mal gespannt, ob sich hier irgendwas verändert hat. Ich habe irgendwie Angst, dass mein Handy hier gleich geklaut wird. Okay, frag mich nicht warum, aber wir sind jetzt hier im Riesenrad. Sieht man's? Erkennt man's? Ja. Ich, Todeshöhenangst. Lena scheißt sich dann auch schon in die Hose. Wir werden jetzt hier mal hochfahren. Wir haben aber gerade schon festgestellt, dass das Riesenrad extrem schnell hochgeht. Also, Marvin hat mir eine Sonnenbrille geholt. Sieht ganz cute aus. Oh mein Gott! Lena gibt uns jetzt einen Lapdance. Ja. Die Frau eben so. Okay, Friends, also wir sind jetzt hier gerade in der Cheesecake Factory, wir haben wieder Hunger bekommen und wir verarschen gerade so ein bisschen unsere Weiber in der Gruppe. Gestern Abend hat Marvin mir einen indirekten Heiratsantrag gemacht, weil ich habe so ganz spontan gesagt, ey, in Vegas kann man ja auch heiraten, sollen wir? Und er so, ja, okay. Und ich war so, war das jetzt ein Antrag? Und indirekt war es ja einer irgendwie. Und auf jeden Fall haben wir jetzt gerade mal in der Gruppe so die Leute verarscht, also unsere Mädels. Wir haben dieses schlechte Bild hier gepostet. Lena meinte, oh mein Gott, Leute. Media einen Antrag bekommen. Was ist das für ein Foto? Schick mal ein richtiges, schreibt an. Auf jeden Fall, Girls, wenn ihr das seht, ihr wurdet alle hops genommen. Stimmt, Leute, aus Verarschung ist ernst geworden. Marvin und ich werden in Vegas wahrscheinlich heiraten. Wir haben gerade schon eine Kapelle rausgesucht. Seid gespannt, das wird weitergehen. Wir haben jetzt gerade Cheesecakes bestellt. Das hier ist meiner, der Celebration Cake. Und Luca hat sich einfach so einen langweiligen Standard. Cheesecake bestellt. Wenn der Standard nicht stimmt, dann stimmt es halt nicht. Deswegen muss erstmal der Standard stimmen. Okay, true, aber es ist trotzdem boring. Zweiter Tag. So, wir haben mittlerweile den nächsten Tag und wir stehen hier jetzt gerade vor unserem Hotel und leihen uns Fahrräder aus und werden damit gleich am Venice Beach rumcruisen. Let's go! Ich kann kein Fahrrad fahren. Spaß. Jetzt gibt's Frühstück. Lena und ich teilen uns hier so eine Blue Bowl, Smoothie Bowl. Bin mal gespannt, ob die schmeckt. Aber sieht auf jeden Fall fancy aus. Oh mein Gott, Leute, die erste Prominenz, die wir hier treffen, SpongeBob, der wahrhafte. SpongeBob! Hi, guys! Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auch beim Walk of Fame. Da drüben wurde gerade so ein bisschen was abgesperrt, denn heute ist irgendwie so eine Filmpremiere von so einem neuen Anime-Film. Und
gar nichts hier. Nee, wir haben die Menschen. Kennen wir. Das Tagesschild. Hier fett Margarita Nikmatulin. Digga, dann machen wir alle so. Eine Ewigkeit später. So, Friends, mal wieder ein neuer Tag. Es sind jetzt insgesamt 2 Tage eigentlich vergangen, an denen ich nicht gebloggt habe. Da habe ich einfach Quality Time genossen, ohne Kamera. Hab halt nur so ein paar Sachen auf Instagram gepostet. Falls ihr mir da noch nicht folgt, check it up. Wir chillen hier gerade bei In-N-Out. Sind gerade schon ein Stück gefahren, ungefähr so 2 Stunden, denn wir sind auf dem Weg nach Las Vegas. Und ich würde jetzt mal den LA-Vlog hiermit beenden. Und im nächsten seht ihr dann unsere Zeit. Hier wird schon gestritten, Alter, um Mayo und Ketchup. Ja, die haben kein Mayo. Trennung. Auf jeden Fall würde ich hier jetzt den LA-Vlog beenden. 75. Ich beende diesen verfickten LA-Vlog und es geht weiter mit Vegas-Vlog. Das werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Have fun. Da wird es auf jeden Fall abgehen. Da werde ich die Kamera auch öfter mitnehmen, I promise. Will noch jemand was sagen? Wir genießen die Sonne. Halt's Maul. Guest 73, please. Number 73. Ich zeige euch gleich noch kurz unsere Burger und dann geht's weiter. Oh mein Gott, darauf habe ich doch einfach nicht gewartet. Für mich gibt's eine Pommes. Guest number 1, please. Und? Lecker? Sehr geil. Hast du besser erwartet? Wie dumm bin ich? Warum bestelle ich keinen Burger ohne Fleisch? Ja, ist echt so. Ganz lecker, schön frisch. Frisch? Frisch. Achso. Okay, sind fertig jetzt mit Essen. Reisegruppe ist am Stüssel. Und wir gehen jetzt gerade zu unserem Auto zurück und dann geht's weiter nach Las Vegas. Ich bin richtig gespannt. Wir haben so ein paar Sachen geplant. Also heute Abend wollen wir auf jeden Fall feiern gehen. Morgen gehen wir zu so einem Day-Pool-Party, keine Ahnung was. Und wollen natürlich auch mal zocken, gucken, ob wir Geld verlieren oder gewinnen. Ja, wird auf jeden Fall sehr nice. Deswegen schaltet auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder ein. Und ich würde sagen, bis dann. Bleibt gesund. Peace out. Haut rein. Wir werden heute heiraten.